Die Woche beginnt mit einem Smoothie. Heute ziemlich viel Wurzelgemüse, Champignons und andere Sachen, aber ja, ich mag es heute etwas herzhafter. So, zum Abendbrot. Ich habe heute tatsächlich außer dem Smoothie nichts zu mir genommen, allerdings war das Smoothie sehr reichhaltig, ich hatte ungefähr 1500 Kalorien gehabt. Gibt es jetzt noch 4 Bananen, 2 Kakis und etwas Walnüsse. So, der Tag beginnt heute ca. 15 oder 16 Uhr mit der ersten Mahlzeit und das sind jetzt hier 6 Kakis. Und ja, Kaki-Saison ist gerade. Die gibt es für 19 Cent das Stück derzeit bei Kaufland und für 27 Cent bei Aldi. Und ja, und deswegen kann ich jedem empfehlen, Kakis zurzeit zu kaufen. Die sind nicht immer reif und die Kakis reifen aber ein bisschen nach. Das heißt, ihr könnt sie durchaus auch unreif kaufen. Und meiner Meinung nach schmecken sogar die unreifen Kakis gar nicht mal so verkehrt. Gesundheitlich ist natürlich dann nicht so, aber naja, ist auch nicht immer alles Gesundheit im Leben. Und jetzt gibt's Kakis. Und zum Abend gibt's mal noch wieder eine gekochte Pfanne. Das sind Erbsen, das sind Möhren, das sind Zwiebeln, das ist Hirse und das ist Spinat. Und dann habe ich noch Blumenkohl, Blumenkohl da auch drin, ja. Aber dann habe ich noch frischen Grünkohl kurz klein gehackt und den nur so mal ganz kurz mit reingemacht, dass der ein bisschen Wärme bekommt. Der sollte aber noch relativ knackig sein. Jupp, das gibt's. Grünkohlsaison ist eröffnet und deswegen beginnt der Tag mit einem Grünkohl-Smoothie. Heute Morgen den Smoothie habe ich, glaube ich, vergessen aufzunehmen. Und also ich habe heute Morgen wieder einen Smoothie getrunken und jetzt gibt es wieder Kaki en masse. So, jetzt gibt es einen Salat, das gemischte Blattspinat mit Zwiebeln und Gurken und Tomaten, alles was im Kühlschrank noch war. Jetzt gibt es einen Salat, die Reste noch mit Zwiebeln, Spinat und Gurken und Oliven kommen jetzt noch rein. So, morgens gibt es jetzt für mich einen Smoothie. Ich wollte euch mal zeigen, ich habe das schon mal gemacht. Also so ein Spinatbeutel, das ist so, glaube ich, so ein Kilo Spinat oder sowas. Oder Kilo, weiß ich nicht, ob das ein Kilo ist, steht drauf. Nee, 500 Gramm, so ein riesengroßer Spinatbeutel. Da passt hier in den Smoothie ganz, ganz locker rein. Und dazu wäre schon noch Apfel und was ich auch sonst immer mache, Leinsamen, bla bla bla. Auf jeden Fall, gibt es jetzt hier einen Spinat-Smoothie. So, und das ist jetzt sozusagen übrig geblieben. Von den 500 Gramm Spinat. Einfach ein bisschen Wasser. So, jetzt ist noch der halbe Smoothie leer. Und da wird jetzt einfach jetzt so quasi noch anderes Zeug reingemacht. Leinsamen kommen jetzt noch rein. Und ja, vor allem halt süße Bananen doch. Damit es ein bisschen süßer wird. Ja. So einfach kann man 500 Gramm Spinat zu sich nehmen. Und jetzt ist das Meisterwerk vollbracht. Jetzt sind noch Bananen, Kakis, Äpfel und halt Leinsamen drin. Weizengraspulver habe ich trotzdem noch mit reingemacht. Das wäre vielleicht heute nicht so notwendig gewesen. Genau, Proteinpulver ist noch drin, also Erbsen- und Reisprotein. Genau. So, das ist jetzt ein Brot mit Tofu, mit so einem veganen Kräuterquark und genau, Simply und so Gurken und Schnittlauch und Salat. Und das sieht ja hier aus wie im Westen. So, ich habe paar Tomaten und drunter liegen noch ein paar Oliven und das ist jetzt so die zweite Schale, einfach Tomaten und Oliven. Der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Ich habe es nicht geschafft, den aufzunehmen, während ich ihn gemixt habe, aber glücklicherweise vor dem Verzehr. Ist jetzt hier also einen eleganten, versifften Plastikbecher trinke ich dann immer wieder, weil ich habe keinen Glasbecher mehr, also kein Glas mehr. Das Einzige, was ich hatte, ist kaputt gegangen und ja, deswegen trinke ich hier aus diesem Pure Raw Plastebecher, mein Smoothie zum Morgen. Und jetzt gibt es wieder 6 Kaki. So, jetzt gibt es 4 Kaki. Und nun gibt es 5 Kaki. Jetzt gibt es ein paar rohvegane Lebkuchen. Das Rezept, das habe ich von Silke. Unbedingt nachmachen. Das Buch von Silke findet ihr auch unten in der Infobox. Einfach das beste Buch, wenn es darum geht, aus rohen Sachen Rezepte zu machen. Jetzt wieder Kaki. So, ich bin jetzt im Wegele und dort esse ich jetzt Buchweizenknödel in Pilzsoße. Alles Rohkost. Guck mal, was hier alles ist. Ich hatte die, oder? Ja. Ach, es gibt einen Schokomuffin, Schoko noch was Muffin, der mir jetzt gerade hier weggenommen wird. Von dem nächsten, der fotografiert. So, und zum Nachtisch gibt es hier noch so einen Salat mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, was da drin ist. Und jetzt gibt es einen Rote-Beete-Paprika-Sonnenblumenkernsalat.